Einen wunderbaren 21. Mai-Sonntag und heute habe ich drei Kategorien euch vorzustellen. Erste Kategorie, diese sind die sogenannten Langschläfer. Sie brauchen immer länger als andere, bis sie endlich einen Schritt machen und diese haben es heute wahrscheinlich eher mühsam. Viele Tränen, Lustlosigkeit, man möchte nicht wirklich den Kopf in die Welt rausstrecken, man möchte sich einmulmen, wie man sagt. Einfach wieder das Kind sein, das ist die erste Kategorie. Die zweite, das sind diese Vorwärtsprescher, die sagen, hurra, erster im Ziel. Und dann merken sie, dass sie eigentlich noch ganz alleine sind, weil die anderen erst nachkommen. Und darum fühlt sich dieser heute eher verlassen. Keiner ist da, warum spüre nur ich, was ich spüre? Und genau hier wird immer wieder eines verlangt, vertraut der ersten Kategorie, der zweiten Kategorie und jetzt der dritten. Die dritten, die haben heute Nacht was Kolossales loslassen dürfen. Das kann sein, eine alte Seele kann nun von dir gehen, weil du etwas kapiert hast. Oder du machst einen sogenannten Machtwechsel jetzt durch, du kommst in eine neue Lebenslinie. Oder aber du wurdest gesponsert. Das heißt, jemand hat dir geholfen, etwas loslassen zu dürfen. Das Einzige, was diese Kategorie heute spüren wird, ist ein wenig ein aufgeblähtes Gefühl. Man hat das Gefühl, sich eher doppelt so zu fest wahrzunehmen. Also so dieses aufgeblähte, aufgedunsene. Aber dieses hat nur mit diesem Machtwechsel zu tun. Und was ich heute noch erklären soll, wir sind einen ganz bedeutenden Schritt weiter. Also was vor zwei Tagen noch eher wie dieses Nadelöhr sich anfühlte, ist jetzt schon eher ein Bogen. Und jetzt soll ich dir helfen, wie du mit diesen neuen Energien gerade die nächsten paar Tage umgehst. Wir sprechen ja von einer Portalsreihe, das heißt immer aus dem Kosmos kommen verschiedene Shifts, neue Informationen. Der Mensch muss sich anpassen lassen, geschieht über DNA, über das Hologramm wird eingeflutet und dieses nennen wir dann eine Bewusstseinserweiterung. Heute kannst du lernen, mit verschiedenen Symptomen einfacher umgehen. Und jetzt erkläre ich dir noch einmal die Lichtmedizin. Nimm ein Glas Wasser, ganz normales Leitungswasser. Deine linke Hand. Und nun verbindest du dich mit deinem körperlichen Symptom. Stell dir einfach vor, dieses Wasser spricht mit deinem körperlichen Symptom. Schließe kurz deine Augen und lass die Heilung in dieses Wasser für dieses körperliche Symptom einfließen. Und du merkst sofort, wie deine Hand schwerer wird. In diesem Moment ist es informiert. Können auch Kinder genauso machen. Wenn zum Beispiel du noch ein Baby hast, was also nicht ein Glas Wasser halten kann, dann nimmst du die Hand des Babys, du nimmst das Glas Wasser, zum Beispiel Bauchschmerzen, lässt du die Heilung für die Bauchschmerzen in das Wasser einfließen und dem Baby entweder auf die Lippen streichen oder es kann schon ein wenig von diesem Wasser nippeln. Ein zu viel an diesem Wasser gibt es nicht, es gibt auch keinerlei Nebenwirkungen, aber es ist das Beste, was uns von diesen neuen Energien geschenkt wird. Lichtmedizin nennt sich dieses. Versuch's mal. Gerade wenn du heute spürst, dass viel nun loszulassen ist. Wenn die Verdauung spinnt, wenn der Magen brennt, wenn der Darm reklamiert. Lichtmedizin ist Zukunft. Was hier noch wichtig ist, heute am Nachmittag bekommen wir schöne Stunden. Genieß, wer immer du an deiner Seite hast. Genieße dein Leben, als wäre es für dich extra gemacht. Und schau, dass du nur die Sonnenstunden lieben kannst. Das heißt, überall, wo Krawall ist, überall, wo dir etwas erklärt wird, das mit Angst zu tun hat, dreh dich um, geh weg. Wir haben jetzt nur Portalstage. Das heißt, Kosmos informiert uns für die nächsten Schritte. Du kannst hier entscheiden, dich einzulassen und beim letzten Video wurde erklärt, die Angst vor dir selbst. Und jemand hat geschrieben, das kann gar nicht sein, ich kann keine Angst vor mir selbst haben. Und dieses möchte ich dir hier genau zeigen. Wenn du mitmachen möchtest, schließt du für einen kleinen Moment kurz die Augen.
verbindest dich mit deiner wahren Identität, lädst sie ein, augenblicklich mit dir in Kontakt zu treten. Und nun spüre. Merkst du, hier kommt ein wenig Schwindel, ein wenig flatternde Knie. Hier merkst du, dass du sehr, sehr gefordert bist, deine wahre Identität in deinem Erdenmantel, so nennt sich dieses, dein Geburtskleid anzunehmen. Und das ist dieses, was wir immer wieder mit diesen Nadelöhren erklären werden. Hier gehen wir durch ein Nadelöhr durch, um noch mehr unsere wahre Identität anzunehmen. Und das sollte eigentlich Spaß machen. Nur sind wir noch zu grobstoffig. Und es wird einfach automatisch der Geist durch den Körper nicht ersetzt, aber begradigt. Wir werden zu Licht und dieses lässt mehr und mehr deiner wahren Identität zu. Heute Morgen ist ein Schlüsseltag, das heißt, entscheide dich zum Glück. Und wie macht man dieses? Stell dir vor, du begegnest dem Glück, einem Freund. Und diesem Freund lädst du jeden Tag in dein Leben ein. Und eines Tages wird er sagen, gut, dass wir uns kennengelernt haben, gut, dass du begreifst, dass du mich einladen kannst. Und wenn wir miteinander den Weg gehen, dann nehmen wir alles, was Schicksal für dich an Bürden getragen haben sollte, von dir weg. Nicht vielleicht der feine deutsche Satz gewesen, aber genauso wird es erklärt. Also lade dein Glück ein, finde Ruhe und Frieden und kränke dich nicht. Das ist der letzte Teil dieses Videos. Kränkungen werden aufgehoben und je einfacher du es gestaltest, je mehr du dein Glück, dein Freundglück an deiner Seite hast, je mehr begreifst du, du bist auf dieser Welt, um glücklich sein zu dürfen. Werde Licht und strahle. Habe alles, was du jetzt benötigst, in deinen Händen und lasse dich vom Leben überraschen. Danke dir fürs Zuhören und einen wunderbaren Sonntag wünsche ich dir.